2600 Kinder sind im Jahr 2013 am Perinatalzentrum St. Hedwig in Regensburg zur Welt gekommen und ich denke, das werden wohl eher noch mehr werden die kommenden Jahre. Viel Arbeit also für die Ärzte dort und für die Hebammen, aber eine Arbeit, die alle gerne machen, schätze ich mal. Abseits dieser Zahlen ist eine bevorstehende Geburt natürlich für jede Mutter ein Ereignis, auf das sie sich auch gründlich vorbereiten möchte. Und wir werden Ihnen heute Informationen rund um das Thema Geburtsvorbereitung und Geburt geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres TVA Gesundheitsforums. Und die Informationen, die bekommen wir aus erster Hand, denn wir sind in den neuen Räumen hier von Fit for Family. Da finden Geburtsvorbereitungskurse statt. Und bei mir sind heute zwei Gäste. Zum einen darf ich begrüßen Eva Juraschko, sie ist die leitende Hebamme am Perinatalzentrum St. Hedwig. Guten Abend, Frau Juraschko. Guten Abend. Und als zweiten Gast begrüße ich bei uns Dr. Georgine Huber, sie ist Oberärztin am Perinatalzentrum St. Hedwig und Fachärztin für spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Frau Dr. Huber, herzlich willkommen. Grüß Gott. Frau Juraschko, solche Vorbereitungskurse für werdende Mütter, die gab es ja schon vorher an St. Hedwig, aber jetzt gibt es hier die neuen Räume seit April. Was hat sich denn da verbessert für die Hebammen und für die Frauen, die hierher kommen? Grund war sicher einfach dieses Kursangebot, das wir bis jetzt schon immer an der Klinik St. Hedwig hatten, auszuweiten. Das Interesse war sehr groß. Wir konnten diesem Angebot, der Nachfrage nicht mehr folgen und deswegen konnten wir hier diese neuen Räume beziehen, die über zwei Ebenen gehen. Wir haben deutlich mehr Platz, wir haben zwei Gruppenräume. Wir konnten einfach das Kursangebot deutlich ausweiten. Und Mitte Juni, da wurden diese neuen Räume hier ganz offiziell eingeweiht und gesegnet und das schauen wir uns jetzt zunächst nochmal gemeinsam an. Fit for Family, das ist der Name einer neuen Einrichtung des Krankenhauses Barmherzige Brüder im Hochhaus am Stadtpark. Getreu dem Motto bieten hier seit April 17 Hebammen über 60 verschiedene Kurse für werdende oder frisch gebackene Eltern an. In der Frauenklinik St. Hedwig kennt man die Ängste von Schwangeren und weiß, wie wichtig eine umfassende Betreuung durch die Hebammen ist. Wir sind ein Perinatalzentrum, die auch vor allem auch auf Risikogeburten ausgerichtet sind, aber auch für normale Geburten. Und uns ist es wichtig, dass der Wohlfühlcharakter im Krankenhaus zum Tragen kommt. Das ist für uns ganz besonders wichtig, weil gerade in diesen Risikosituationen nicht vergessen werden darf, dass die Frauen auch eine Seele haben und auch ein Gemüt haben und von daher auch betreut gehören. Und da sind die Hebammen unheimlich wichtig. Sehr zufrieden sei man auch mit der Lage der neuen Einrichtung. Die Räumlichkeiten sind klasse, weil sie praktisch gegenüber liegen von der Hedwigsklinik. Hedwigsklinik, da sind die Kreissäle, da sind die geburtshilflichen Stationen und hier praktisch vis-à-vis diese Räume. Und ich glaube, der Bezug zur Hedwigsklinik wird ganz deutlich dadurch. Die Räumlichkeiten wurden feierlich eingeweiht und von Pater Leodegar Klinger gesegnet. Das Hebammenteam von Fit for Family ist darüber erfreut, dass man das Kursangebot in der neu geschaffenen Einrichtung deutlich erweitern konnte und steht werdenden und auch frisch gebackenen Müttern künftig in der Prüfeninger Straße 35 mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, welche Kurse werden denn hier angeboten, Frau Juraschko, wenn Sie uns zunächst mal so einen kleinen Überblick geben, was können denn die werdenden Mütter hier alles für Kurse besuchen? Es ist sehr unterschiedlich. Also primär sind es natürlich Geburtsvorbereitungskurse. Wir haben aber sehr unterschiedliche Formen von Kursen. Also es geht los mit reinen Frauenkursen. In der Regel ist einmal der Partner mit dabei. Die finden teilweise vormittags statt. Die meisten sind natürlich abends. Wir haben Schwangerschafts-Yoga-Kurse hier auch vormittags laufen. Die sind natürlich dann nur für die Frauen, ohne Männer. Die müssen da nicht mitkommen. Bis hin zu Wochenend-Crash-Kursen, Samstag, Sonntag. Die sind in der Regel immer mit den Partnern. Samstag den ganzen Tag, Sonntag noch den halben Tag, wo das alles ein bisschen kompakter ist vom Kursinhalt. Frau Dr. Huber, gehen wir mal von einer normalen Schwangerschaft aus, wo es eigentlich wenig oder kaum Komplikationen gibt und die Vorsorge, da werden wir später auch noch zu sprechen kommen drauf, aber warum ist es denn auch aus medizinischer Sicht eigentlich ganz gut und ganz wichtig, dass die Frauen sich da irgendwann wirklich vorbereiten auf die Geburt? Also ich denke, das sind verschiedene Aspekte, die da einfach zu beachten sind. Es geht einmal darum, dass man den Frauen sicherlich durch die Kurse helfen kann, Sorgen, Ängste abzubauen, Fragen zu stellen. Es geht ja längst nicht nur darum, jetzt Entspannungsübungen zu machen oder zu turnen, so wie man es oft früher so gedacht hat. Aber natürlich auch so das Vertrauen in den eigenen Körper zu stärken,
an sich zu glauben, das Gebären zu schaffen. Ja. Und ich glaube, dafür sind die Kurse einfach schon mal eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Frau Juraschko, wann ist denn der richtige Zeitpunkt dann, mich mal über so einen Kurs zu informieren oder mich auch für so einen Kurs anzumelden, wenn ich schwanger bin? Je frühzeitiger ich natürlich dran bin, um mich im Kurs umzugucken, umso mehr Auswahl habe ich noch. Wir haben sehr viele verschiedene Kurse. Wir nehmen aber maximal 10 Frauen oder 10 Paare pro Kurs an. Das heißt, am besten ist es wirklich bis spätestens zur 20. Schwangerschaftswoche, dass ich da den passenden Kurs für mich dann gefunden habe. Wir haben so einen Informationsflyer, wo die Kurse alle für ein halbes Jahr mit aufgeschrieben sind. Man kann sich aber über die Homepage auch erkundigen. Da sind die Kurse auch alle nochmal notiert oder auch online inzwischen auch anmelden. Als Mann hat man da vielleicht dann die Vorstellung, ich muss da immer mit zu so einem Kurs. Wir haben schon gehört, das ist nicht so und da atmen dann alle nur um die Wette. Auch das ist natürlich längst nicht so bei allen Kursen. Wie so ein Vorbereitungskurs ablaufen kann, das zeigen wir Ihnen jetzt in unserem nächsten Beitrag. Der Geburtsvorbereitungskurs ist der Klassiker unter den Schwangerschaftskursen. Die werdenden Mütter nehmen aus einem ganz bestimmten Grund daran teil. Man hat ja auch natürlich viele Fragen, wie läuft so eine Geburt ab, wann geht man ins Krankenhaus, wann geht's los, wo sind die ersten Geburtszeichen. Was man noch alles richtig machen kann und was man Sachen braucht. Von A bis Z sage ich mal alles, weil man weiß es eben nicht. Und es gibt halt Sachen, die jede Stunde mit dazukommen, wo wir gedacht haben, oh, das gibt's auch und deswegen lernt man, denke ich, jede Stunde immer was dazu. Eigentlich wie der ganze Ablauf ist im Krankenhaus, im Kreißsaal, wie sieht vielleicht so ein Kreißsaal aus, haben wir bis jetzt leider noch nicht gesehen, aber man kriegt hier schon so ein bisschen Eindruck, wie die Hebammen damit einarbeiten, wie so eine Geburt dann abläuft, wie lange das auch dauern kann. Im Geburtsvorbereitungskurs lernen die Paare auch verschiedene Massagetechniken kennen, die während der Geburt für Entspannung sorgen sollen. Die richtige Wehenatmung ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Dass man einfach weiß, wie gehe ich mit den Wehen um? Das ist so ein bisschen das Problem. Oder was man sagt, okay, mit dem Gedanken man in die Geburt geht, boah, die Wehen tut weh, was mache ich da? Und es gibt einfach Hilfe, wo man sich selber helfen kann. Und das guckt man sich miteinander an. Und ich finde eben auch ganz wichtig, dass die Frauen einfach wieder Vertrauen in ihr Gebärvermögen bekommen, indem dass sie sehen, hey, der Körper hat so viele Mechanismen, Techniken, Sachen eingebaut, damit die Frau gebären kann. In der Regel werden bei den Kursen auch mehrere Partnerabende angeboten. Das ist in den Augen der Hebamme sehr wichtig. Für die Partner ist es natürlich in der Geburt schon auch eine Situation, wo sie daneben stehen und nicht mithelfen können. Und das ist schon auch eine Grenzsituation, wo die Partner hineinkommen. Für viele Männer ist die Teilnahme eine Selbstverständlichkeit. Ich mache das auch so, um meine Frau zu unterstützen und auch zu verstehen, so dass was alles auf uns zukommt und dann für das alles dann vorbereitet zu sein. Man will ja auch von Anfang an die erste Zeit schon mit dabei sein, die Frau auch unterstützen und das ist ja eine super Sache, wenn man dann auch dem Kind gleich in der ersten Zeit so nah sein kann wie hier. Dass man auch dann von der Kursleiterin ein paar Tipps und Tricks bekommt, wie man die Frau dann unterstützen und helfen kann in der Geburtsphase. In den Kursen werden die Schwangeren und ihre Partner nicht nur optimal auf die anstehende Geburt vorbereitet, sondern erhalten darüber hinaus auch Informationen zu den Themen Wochenbett oder Stillen. Und Frau Juraschko, wir haben schon viel über die Kurse gesprochen. Es ist auch, glaube ich, so, dass man jetzt nicht seine persönliche Hebamme sozusagen mal vorher kennenlernen kann, die dann bei der Geburt dabei ist. Aber wenn ich hier einen Kurs wahrnehmen würde, habe ich ganz gute Chancen, schon mal viele ihrer Hebammen kennenzulernen. Ja, der Kurs selbst wird von einer Kollegin geleitet. Aber wir haben ja hier auch jeden Tag eine Hebammensprechstunde. Das heißt, wenn ich im Vorfeld mir Sachen wichtig sind, die ich gerne besprechen möchte oder einfach einen persönlichen Kontakt herstellen möchte, aber natürlich auch bei Problemen. Also sprich, wenn ich eine übermäßige Übelkeit habe, können wir gut mit Akupunktur helfen oder unterstützen. Dann kann man hier eben auch einen Termin ausmachen. Das sind mehrere Hebammenkolleginnen, die hier diese Sprechstunde machen. Wichtig ist aber, sich vorher telefonisch einen Termin geben zu lassen. Frau Dr. Huber, schwenkt man noch mal so ein bisschen auf den medizinischen Part über während der Schwangerschaft. Vielleicht können Sie uns mal so einen groben Abriss über die Vorsorgeuntersuchungen geben. Was kommt denn da wann, in welcher Reihenfolge? Gut, also wenn wir jetzt mal vom ganz normalen Verlauf ausgehen, dann ist es eigentlich so, dass die erste Vorsorgeuntersuchung letztendlich das Feststellen der Schwangerschaft erstmal bedeutet. Das ist ja bei den meisten Frauen so innerhalb der ersten 8 bis 9 Wochen nach Ausbleiben der Monatsblutung. Und je nachdem, wie dann der weitere Verlauf ist, wird man erstmal Kontrollen alle 4 Wochen
bei der werdenden Mutter durchführen. Das geht so bis zur 32. Schwangerschaftswoche, beinhaltet einfach die reguläre Vorsorge mit Blutdruckmessen, Gewichtskontrolle, einfach allgemeiner gesundheitlicher Status von der Mama, Ultraschallkontrollen und nach der 32. Woche dann schon alle 2 Wochen bis hin zum Entbindungstermin. Das wären die regulären Vorsorgen. Und jetzt ist es ja manchmal so, nicht alle Eltern wollen immer alle Vorsorgetermine wahrnehmen, aber welche würden Sie denn empfehlen oder sagen, die sollte man auf alle Fälle wahrnehmen? Also ich denke, die Vorsorgen sind schon von Bedeutung. Nicht nur um zu gucken, wie geht's der Mama, sondern wir wollen ja einfach auch sicher gehen, wächst das Baby, ist es gut versorgt. Also ich denke, 4-wöchige Kontrollen sollten schon durchgeführt werden, sind sicherlich sinnvoll. Aber sie sind freiwillig, das ist ein Angebot an die werdende Mutter, genauso auch der Ultraschall. Da hat in Deutschland jede Mama das Recht auf 3 Ultraschallkontrollen, aber sie muss sie nicht wahrnehmen. Ich würde sie von medizinischer Seite aber auf alle Fälle empfehlen. Frau Joraschke, jetzt sind wir gedanklich schon fast bei der Geburt. Jetzt kann es passieren, dass sich die Kinder da nicht von selbst in diese sogenannte Geburtslage drehen. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten, die Kinder da doch noch vielleicht zu stimulieren, dass sie sich drehen? Wir haben da eine sehr gute Methode, das ist mit dem Moxen oder Moxivusion als ausgesprochen. Und zwar ist das, wenn das Baby mit dem Popo nach unten liegt, also meine Beckenendlage ist, kann man versuchen, zwischen der 34. und 36. Woche das Baby zu animieren, sage ich jetzt mal, von alleine sich zu drehen. Das ist über die Akupunktur-Richtung, es wird über Wärmetherapie gearbeitet. Man sollte das 3-mal die Woche dann auch vornehmen. Und sehr viele Kinder drehen sich dann eben von alleine in diese Schädellage, was deutlich geburts- oder gebärfreundlicher ist für die Mama und auch fürs Kind natürlich dann. Das klappt, glaube ich, nicht immer, Frau Dr. Huber, aber ich glaube, man geht kein Risiko ein, wenn man das noch versucht als Mutter vorher. Das ist absolut richtig. Wir haben auch einen ganzen Anteil von Schwangeren, die sich tatsächlich dafür entscheiden, einfach mit Hilfe der Hebamme und diesem Moxen das Baby zu animieren, dass es noch diesen Purzelbau macht. Und das ist wirklich nicht gefährlich. Und wenn sich das Kind jetzt nicht drehen sollte, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine sogenannte Steißgeburt dann zu haben. Das ist gar nicht mehr so selten, glaube ich, haben Sie mir erzählt. Ja, wir hier an der Hedwigsklinik sind, eine der wenigen Kliniken, die das hier im Umkreis anbieten, dass die Mütter das Kind eben auch vaginal aus Steißlage gebären können. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Mama das sich auch zutraut und möchte. Da wollen wir auch niemanden bedrängen oder überreden. Es geht darum, dass wir die Schwangeren und das Baby sehr gut und sorgfältig auswählen, weil einfach gewisse Voraussetzungen vorhanden sein müssen, ob das auch medizinisch gut zu verantworten ist. Aber eine vaginale Geburt aus Steißlage kann sehr gut und schön klappen. Sie sehen das TVA Gesundheitsforum, liebe Zuschauer. Heute geht es um das Thema Vorbereitung und Geburt. Und wir sind jetzt im dritten Teil schon an der Stelle. Da wollen wir noch ein bisschen über schmerzlindernde Methoden, zum Beispiel vor oder während der Geburt, sprechen. Frau Joraschko, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten für die Mütter, sich schon eben vor der Geburt so ein bisschen vorzubereiten, beziehungsweise da vielleicht schmerzlindernde Maßnahmen schon zu ergreifen? Zur Vorbereitung ist sicher die Akupunktur sehr zu empfehlen. So 4 Wochen vor dem Entbindungstermin macht man einmal in der Woche so einen extra Termin aus, wo einfach versucht wird, über diese geburtsvorbereitende Akupunktur so einen Reiz zu setzen, dass die Gebärzeit nicht so lange dauert, also dass die Geburt nicht so lang dauert. Unter der Geburt selber haben wir verschiedene alternative Heilmethoden in Form von Aromatherapie, Homöopathie, Akupunktur auch wieder. Weiter geht es natürlich dann mit Schmerzmitteln im herkömmlichen Sinne, genauso aber auch wie die PDA, die Periduralanästhesie. Das wäre die nächste Frage gewesen, Frau Dr. Huber, die PDA. Ich glaube, viele Frauen kommen vielleicht auch mit dem Wunsch oder der Vorstellung, ich bekomme die sofort, bevor es überhaupt losgeht. Aber so einfach, glaube ich, ist es nicht. Ja, das stimmt. Ganz so schnell geht es tatsächlich nicht. Wir haben schon ein paar Voraussetzungen, die wir tatsächlich erfüllen müssen. Da gehört ganz elementar einfach ein Labor mit Blutwerten dazu. Wir müssen sicher sein, dass die Gerinnung von der Mama in Ordnung ist. Das dauert einfach doch auch so eine halbe bis dreiviertel Stunde, bis wir da die Ergebnisse haben. Und mindestens so wichtig ist einfach auch, dass wir nicht zu früh in den natürlichen Geburtsvorgang eingreifen. Wir wünschen uns schon eine gewisse Muttermundseröffnung, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass die Periduralanästhesie
bei manchen Frauen die Wehen eher wieder etwas abschwächen kann. Und wenn wir dann zu früh in diesen natürlichen Vorgang eingreifen, laufen wir doch Gefahr, dass wir das Ganze eher verzögern. Das heißt, auch hier ist es wieder sehr wichtig, dass einfach die Gebärende auch das Vertrauen in die Hebamme hat, dass sie da gut beraten wird, wann einfach ein idealer Zeitpunkt ist. Jetzt hört man in den letzten Jahren auch immer mehr den Begriff Wunschkaiserschnitt. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Ja, das ist sicherlich ein sehr schwieriges und wie Sie sagen, auch sehr heiß diskutiertes Thema. Ich denke, einerseits muss uns als Geburtshelfer klar sein, wir haben es hier mit erwachsenen, mündigen Frauen zu tun, die natürlich ein absolutes Mitspracherecht haben, wie sie sich die Geburt ihres Kindes vorstellen. Andererseits ist es natürlich so, dass man sich als Geburtshelfer und sicherlich auch viele Hebammen schon etwas Sorgen macht um den Trend, der doch dahin geht, dass es einfach deutlich mehr Kaiserschnitte gibt als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und man darf nicht vergessen oder unterschätzen, es ist eine Bauchoperation mit allen Risiken, die sicherlich geringer geworden sind in den letzten Jahren. Aber wir müssen natürlich auch daran denken, wenn es eine junge Frau ist, sie wird vielleicht nochmal schwanger und so ein Kaiserschnitt kann für die nächste Schwangerschaft und für die nächste Geburt eben auch Folgen haben. Man kann auch vielleicht sagen, die Geburt fühlt sich zwar vielleicht einfacher an, aber man braucht hinterher wesentlich länger, bis man wieder auf die Beine kommt im Vergleich zur natürlichen Geburt. Ja, das ist schon in der Regel so. Man darf nicht vergessen, dass es eben doch nicht nur ein Hautschnitt ist, sondern eben auch die darunterliegenden Schichten, die Muskulatur, schon eine ganze Zeit braucht, um sich wieder zu erholen. Das ist gerade dann für Mütter, die schon ein oder zwei Kinder zu Hause haben, den Haushalt zu versorgen haben, dann eine nicht so ganz einfache Zeit, frisch operiert zu sein. Und Sie sagen ganz richtig, nach einer gut verlaufenden vaginalen Geburt ist die Mama sehr schnell wieder fit. Dann lassen wir jetzt die Geburt gedanklich mal hinter uns. Frau Joraschko, danach ist ja die Betreuung für Mutter und Kind noch lange nicht zu Ende. Was gibt es denn dann noch für Möglichkeiten für Betreuungsangebote? Die erste Möglichkeit ist sicher natürlich erstmal die häusliche Nachsorge. In Regensburg gibt es nur freiberufliche Hebammen. Das heißt, wir betreuen die Eltern die ersten Monate noch zu Hause. Empfehlen kann ich nur jeder schwangeren Frau, sich schon frühzeitig um eine Nachsorgehebamme zu kümmern. Es ist jetzt nicht so, dass die Hebamme, die bei der Geburt dabei war, dass die auch dann nach Hause auf die Hausbesuche dann vorbeikommt. Das würden wir leider so nicht schaffen. Ist auch leider ein bisschen zu kurzfristig dann. Also da wirklich im Vorfeld sich schon um eine Hebamme kümmern und mit deren Termin vereinbaren, in der Schwangerschaft vielleicht auch schon mal kennenlernen, dass da im Kontakt auch hergestellt wird und man einfach weiß, okay, diese Hebamme ist dann auch meine Ansprechpartnerin, wenn ich mit dem Baby nach 2-3 Tagen aus der Klinik nach Hause gehe. Hier in diesen Räumlichkeiten bei Fit for Family haben wir natürlich auch noch ein großes Kursangebot hinterher. Das geht los mit der Rückbildungsgymnastik. Da haben wir sehr verschiedene Kurse mit vormittags mit Baby, wo Mama und Baby zusammenturnen. Es sind abends Kurse ohne Baby. Da dürfen dann die Männer zu Hause auf die Kinder aufpassen, was sicher für die Frauen effektiver ist. Die genießen das auch sehr, dass sie dann so einmal in der Woche mal ohne Anhang aus dem Haus rauskommen. Wir haben ein Stillcafé, das zweimal im Monat hier stattfindet in diesen Räumlichkeiten, immer mittwochs, alle 14 Tage ist das, wird auch sehr gerne angenommen. Da ist eine Hebamme mit dabei, die gibt sehr viele praktische Tipps rund ums Stillen, wie es nach dem Stillen weitergeht mit der Beikost, mit der Kostaufbau, mit Breichen, mit Tragetuch, ja, hat den einen oder anderen Tipp immer parat. Wir haben natürlich auch Babymassage. Das ist immer Montagvormittag, wo unter Anleitung einer Hebamme dann den Müttern, den jungen Müttern gelernt wird, welche guten Tricks und Kniffe es gibt, um das Baby auch schneller zu beruhigen oder dass das Baby sich einfach auch sehr wohl fühlt. Massage ist, ja, wissen wir alle selber, eine sehr angenehme Sache. Sehr angenehm, das ist natürlich sehr angenehm. Und ist auch vielleicht noch eine ganz gute Gelegenheit, noch ein bisschen enger Kontakt zu bekommen mit dem Baby. Wie das abläuft, so eine Babymassage, das zeigt uns unser nächster Filmbeitrag. Wer sich und seinem Baby etwas Gutes tun möchte, der sollte den Kurs Harmonische Babymassage von Hebamme Astrid Schröder besuchen. Bewusste Berührungen sind eine wichtige Grundlage für die gesunde Entwicklung eines Kindes und schaffen Urvertrauen. Auf liebevolle Art und Weise wird die Bindung zwischen Eltern und Kind gefördert, aber die Babymassage bietet auch noch weitere Vorteile. Man weiß, dass Babymassage das Schlafverhalten begünstigen kann, das Schlafverhalten fördern kann, Verspannungen gerade im Bauchbereich lösen kann
und die Kinder haben Spaß dran. Und nicht nur ihnen bereitet der Kurs große Freude. Es ist jetzt nichts Therapeutisches, also es ist eher mehr so Wohlfühlen und ja, einfach entspannte Atmosphäre schaffen. Und es ist auch ganz schön, wenn man mal weiß, wie so eine Massage funktioniert. Der Kurs richtet sich an Säuglinge einer ganz bestimmten Alters- und Entwicklungsstufe. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass Kinder bis zur 7. Woche noch relativ Schwierigkeiten haben mit diesen vielen Berührungen, die hier durchgeführt werden, weil wir wirklich das ganze Kind massieren, also von Kopf bis Fuß. Deshalb biete ich die Kurse hier an ab der 7. Lebenswoche. Ich sage immer zu den Eltern, es ist durchführbar, bis die Kinder sich beginnen zu drehen, weil dann wird es schwierig. Man möchte den Bauch massieren, die Kinder drehen sich auf den Rücken, dann wird es einfach schwierig. Dass sich die Massage äußerst positiv auf die Babys auswirkt, können die Kursteilnehmer nur bestätigen. Ich habe schon das Gefühl, zumindest im Kurs, dass sie im Gegensatz zur ersten Stunde ruhiger sind und es auch sehr entspannt annehmen und ihnen das ganz gut tut. Also danach können sie gut schlafen. Der Kurs findet einmal in der Woche statt und dauert jeweils 60 Minuten. Die Eltern erhalten dazu ein Skript, in dem die einzelnen Massageschritte näher erklärt werden. Ja, wir sind fast am Ende wieder unserer Sendung. Letzte Frage noch an Sie beide. Frau Dr. Huber, haben Sie so ein bisschen generellen Tipp für Frauen, die jetzt schwanger sind und vielleicht kurz vor der Geburt stehen? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Vertrauen in sich selbst zu haben, nicht zu viel zu zweifeln, vielleicht auch nicht ganz zu viel zu lesen. Das kann manchmal so ein bisschen Bumerang werden, dass eher die Unsicherheiten wieder da sind. Und auch nicht zu viel von sich zu verlangen. Einfach daran zu denken, es ist eigentlich ein ganz normaler und natürlicher Vorgang, schwanger zu sein und ein Kind auf die Welt zu bringen. Ja, und einfach das Vertrauen da in sich nicht zu verlieren. Ist ja schon seit Hunderten von Jahren so. Frau Joraschko, haben Sie noch einen Tipp aus Hebammensicht für werdende Mütter? So generell kann ich das nur bestätigen, was die Frau Dr. Huber jetzt auch so gesagt hat. Es ist sicher so, es ist gut, wenn man sich Gedanken macht. Wenn ich die Statistik anschaue, 1,3 Kinder bekommt jede Frau in ihrem Leben, das ist nicht viel. Ich finde es gut, wenn ich mir Gedanken mache, wie möchte ich mein Kind gebären. Es ist für uns Hebammen auch leichter, mit einem Paar zu arbeiten, die sagen, das würden wir uns gerne vorstellen, als wenn ich als kleine Animateurin dann im Kreissaal um das Paar rumturnen muss, sicher. Wichtig ist aber auch, nicht zu viele Informationen. Internet ist ein sehr gefährliches Forum, was Schwangerschaft betrifft, weil oft die schlimmsten Sachen da drinnen stehen. Da ist es nicht schlecht, auf eine erfahrene Hebamme zurückzugreifen, lieber da mal mit der Hebamme Kontakt aufzunehmen, die eine oder andere Unsicherheit anzusprechen und auch aufs Bauchgefühl ab und zu vertrauen. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Abend. Alle Fragen rund um die Geburt und die Schwangerschaft, die können wir natürlich in so einer Sendung nicht beantworten. Aber ich glaube, Sie haben gemerkt, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, liebe Zuschauerinnen, muss ich eigentlich sagen, und dann wenden Sie sich einfach an eine Hebamme oder an Ihren Frauenarzt. Und falls Sie kurz vor der Geburt stehen, dann wünsche ich Ihnen schon mal alles Gute. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.